Hallöchen und schön, dass du wieder dabei bist hier zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Wir sind hier gerade außerhalb des Kollegs der Sapiarchen und jetzt muss ich erstmal einen Weg hier nach unten finden. Da ist das Treppchen. So, wir müssen nämlich zur Akademie der Illumination, Illuminaten, keine Ahnung, Illuminati confirmed, würde ich sagen, gehen. Wo das ist, weiß ich jetzt auch nicht. Illumination. Ja, Illumination. Da sollen wir hin. Da gehen wir auch hin. Nachdem wir ja den guten Gatten unserer lieben Freundin gefunden haben, der sich leider dem Hof des Aufruhrs angeschlossen hat. Ein Schlingel, wie er im Buche steht, ne? So, gute Dame, wo ist sie denn hin? Die ist weg. Naja, ich wollte ihr gerade nochmal sagen, dass sie einen miesen Job gemacht hat. Aber dann verschieben wir das eben auf später. So, jetzt möchte ich mal schnell gucken. Wo müssen wir denn hin? Ah ja, okay. Wir müssen hier hin. Ja gut, da können wir eigentlich auch laufen. So. Na, dann mal los hier. Dann mal los. Oh. Boah. Überlebt. Ha. Dem Tod von der Schippe gesprungen. Wunderbar. Yes! Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie etwas Übereiltes vorhat. Ja, immer noch, immer noch. Seit Tagen schon stehen die beiden hier. Seit Tagen sagt er den immer selben Satz. Seit Tagen will ihm niemand helfen, armer Kerl. Naja, oh, guck mal, wie schön. Wie schön! Ah, toll, ach, schön. Ah. Was eine Aussicht. Was eine wunderschöne Aussicht hier vom Dingenskirchen. Oh, wird gerade gar nicht angezeigt. Der Anker. Naja, dann halt nicht. Und dann halt nicht. Müsste ja auch ein Anker sein, glaube ich. Sah mir sehr stark nach Anker aus. Ich glaube, hier ist auch irgendwo einer, aber wird irgendwie gerade nicht angezeigt. Naja. Okay. Das sind auch sehr schöne Formationen hier. Sag mal, lieber Chat, könntest du dich mal, na, geh ruhig wieder auf. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So. Gut, da wären wir gleich. Die haben sich auch ein schönes Örtchen hier ausgesucht. Wunderschön. Das ist also diese Akademie. Naja, gut. Schauen wir uns gerne mal an. Ich muss sagen, bislang nimmt mich die Story von Somerset noch nicht ganz so mit. Aber vielleicht kommt das ja noch. Also, mich hat die Morrowind-Story hat mich doch ein bisschen mehr mitgenommen. Bislang ist das hier eher so, naja. Naja, hast du halt, ne, so ein paar Gegner, so ein paar Kultisten und ja, ein paar Sachen, die in Gefahr sind und aber es ist irgendwie 5 Krale. Bislang noch ein bisschen langweilig. Wenn Ras euch am dringendsten braucht. Ja. Hallo Ras. Nachdem Ras mit der hübschen Psychikerin Oriandra gesprochen hatte, erreichten mich erste geflüsterte Warnungen über die illustre Akademie der Illumination. Sie meinten, der Hof des Aufruhrs würde dort einen Sapiarchen jagen. Deshalb musste Ras kommen und sich das anschauen. Dieser hatte aber nicht mit den verrückten Leuten gerechnet. Ein gejagter Sapiarch, das muss einer der Turmwächter sein. Ich bin hier, um sie zu finden. Dann schwebt der Kristallturm also wirklich in Gefahr? Dieser mag das kaum glauben. Der Kristallturm, er ist eine Bastion. Ein Symbol für alles, was den Hochelfern am Herzen liegt. Die Königin wäre sehr sauer auf Ras, wenn dem Turm etwas Schlimmes widerfahren würde. Es gibt 2 Sapiarchen. Sie bewachen die Diamantschlüssel, mit denen sich der Kristallturm öffnen lässt. Jetzt versteht Ras, warum der Hof des Aufruhrs nach genau diesen Weisen sucht. Sehr schön. Deshalb braucht man sich nicht den Schwanz zu verdrehen. Autsch. Ras wird euch helfen, die Sapiarchen vor den irren dädrischen Kultisten zu retten. Schauen wir im Gästeflügel auf der Westseite des Gebäudes nach. Natürlich, geht voraus. Hier lang, folgt Ras. Hi. Hi.
Die ist noch nicht 18. Never ever. Was? Hallo? Was macht ihr da? Hört sofort auf mit dem Unsinn. Macht ihr denn da? Unglaublich. Schau sich einer dieser leckeren Schweinchen an. Huiitsch! Grunz, Grunz. Ja. Okay, ja. Schau sich einer... Ich muss jetzt zugeben, ich hab da Bock drauf. Beim Auge des Magnum noch eine. Das ist ein sehr überzeugendes Kostüm. Was sollt ihr denn darstellen? Eine galante Heldin? Trinimark in Verkleidung? Wartet, ihr seid keine meiner Klassenkameradinnen. Ihr seid eine echte Heldin, oder? Aureel sei Dank. Ich brauche eure Hilfe. Ja, was ist hier los? Es könnte sein, dass ich eine mächtige Verzauberung auf die Akademie gewirkt habe. Rein aus Versehen natürlich. Aha. Es gibt da dieses Buch, das Illuminus. Ich habe nur einen ganz kurzen Blick hineingeworfen. Wirklich kaum mehr als ein Blinzeln. Eigentlich nicht der Rede wert. Na schön, was hat dieses Buch gemacht? Es hat meine Klassenkameraden verrückt gemacht. Vorher waren sie durchaus bei Verstand. Aber nun scheinen sie besessen zu sein von Figuren aus Romanen und Geschichten. Sie grunzen wie die Schweine, laufen vor Katzen davon. Es ist der reinste Irrsinn. Ich habe aber eine Ahnung, wie man das ändern kann. Doch dafür brauche ich Hilfe. Na, dann helfe ich doch gerne. Habt vielen lieben Dank, dass ihr mir zur Hand gegangen seid. Wenn ich gewusst hätte, dass dieser Foliant so viel Ärger auslöst, hätte ich ihn ehrlich gesagt nie aufgeschlagen. Was genau ist geschehen? Als ich das Buch aufschlug, das Illuminus, gab es einen hellen Lichtblitz und ein tiefes Knurren. Oder vielleicht ein Gähnen? Als ob ein großes Tier aus tiefem Schlaf erwacht wäre. Ursprünglich war es dicht mit Text beschrieben, doch jetzt... Werft selbst einen Blick hinein. Na, das hört sich doch nach einer ganz bestimmten Person an. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich eintrifft. Ich schaue mir das Buch mal an. Ich stelle das da drüben hin. Ja. Sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben, dieses Büchlein. Seht ihr, es ist leer. Als ob die Worte einfach von der Seite gehuscht wären. Ich dachte mir, dass die Verzauberung die Worte vielleicht unsichtbar gemacht haben könnte, weshalb ich versucht habe, den Effekt umzukehren. Ich habe Schaulinsen und Welkünd Offenbarungssteine ausprobiert. Sogar ein bisschen Zitronensaft. Nichts. Na, wenn der Zitronensaft nicht mehr hilft, ne? Dann haben wir aber ein Problem. Brauchen wir denn den Inhalt des Buches, um dieses Problem zu lösen? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Die Worte sollen sich ins Vergessen tanzen, was mich angeht. Wir sollten uns auf die eigentliche Verzauberung konzentrieren. Wenn wir meine Freunde aus ihrem Griff holen können, können sie uns vielleicht ein paar Hinweise geben. Na gut, dann finden wir die Freunde mal. Ja, wollen wir los? Wollen wir los? Ja, wir wollen los. Okay. Gut. Erodil, warum seid ihr immer noch hier? Gladir, wo in Tamriel wart ihr nur? Ich sagte euch doch schon, Gladir ist fort. Ihr seid so langweilig, Erodil, so öde. Na, dafür besteht keine Veranlassung. Hä? Ich weiß, dass es nicht so wirkt, aber Gladir ist meine beste Freundin. Sie war bei mir, als ich das Illuminus aufschlug. Und jetzt ist sie... Nun, offen gestanden habe ich keine Ahnung, was sie ist. Die Durchführung dieses Plans wird schwerer werden, als ich dachte. Und wie lautet der Plan genau? Richtig, entschuldigt. Soweit ich das erkennen kann, halten sich alle für Figuren aus verschiedenen Büchern. Wenn wir herausfinden können, welche Rollen sie angenommen haben, können wir sie vielleicht mit einer Liste dazu bringen, etwas zu tun, was dieser Rolle zuwiderläuft. Und das wird die Verzauberung aufheben. Vielleicht. Es ist immerhin ein Anfang. Ihr könnt doch nicht von mir erwarten, dass ich alles weiß. Um Maras Willen, ich bin doch erst im 14. Jahr. Ach so, na dann. Ich fange mit Gladia an.
Auch wenn ich zugeben muss, dass ich keine Ahnung habe, welche Figur sie da verkörpert. Ihr solltet nach welchen von den anderen suchen. Okay, nach wem suche ich? Ich glaube, ich habe Pavo drüben an der Ostmauer gesehen. Er schnorrte in der Gegend herum. Tanelven war im Lehrgarten. Sah aus, als würde sie jemanden verhören. Und ich habe Selinia von oben auf der Mauer rufen hören. Sorg dafür, dass sie nicht runterfällt. Okay. Gut. Helf doch bitte. Bitte, gute Frau. Habt ihr eine Münze für einen elenden Bettler? Oh, aber ich bin elend. Seht ihr nicht meine dreckigen Fingernägel? Meine eitrigen Geschwüre? Ich bin ein Opfer, das ist wahr. Aber nicht einer Verzauberung. Nein, ich bin verflucht worden. Ach, der Arme. Frag mich nicht nach meinem Namen. Ich habe keinen. Ich habe nur eine Geschichte über Stolz und Trauer. Das ist eindeutig die Geschichte Stolz und Vorurteil. Könnt ihr mir diese Geschichte erzählen? Ich habe nicht das Herz, sie laut auszusprechen. Ein grausamer Schreiber brachte mein Leid schon zu Papier. Doch ich kann die Lektüre nicht ertragen. Das ist nicht nur eine Fabel. Es ist mein Leben. Lest die Geschichte, wenn ihr müsst. Aber bitte erspart mir den Schmerz, sie hören zu müssen. Na dann, schauen wir uns mal um. Okay, eine dieser Geschichten über Minotauren, die Legende der Geisterschlange. Schauen wir mal. Aha. Also wir lesen jetzt nicht alles durch, ne? Das wäre ein bisschen viel. Also das scheint es schon mal nicht zu sein. Ne, müsste der Bettlerprinz dann sein. Almos. Aha, der wollte Almosen, denke ich. Ah, ist ein guter Schmücker. Seid ihr zurück, um noch einmal einen Blick auf namenlose Sorge zu werfen? Dann schaut gut her. Ihr habt einen Namen, Almos der Bettlerprinz. Almos. Ein Name, der selbst das steinernste Herz erweichen kann. Die meisten Leute bemerken uns niedere Bettler nicht einmal. Geschweige denn, dass sie unsere Namen kennen. Ich danke euch dafür. Aber Namen füllen keine leeren Bäuche. Bitte, Gnade, habt ihr eine Münze über? Nö. Was? Nein, das könnt ihr nicht machen. Kein Sterblicher hat je meinen elenden Zustand gesehen und war nicht vor Mitleid gerührt. Oder seid ihr vielleicht gar nicht sterblich? Ihr seid es, nicht wahr? Gesegnete Namira, ihr seid zurückgekommen, um mich von meinen Qualen zu erlösen. Oh, große Namira, süße Fürstin der Verwesung. Ich dachte schon, ich würde euch nie wiedersehen. Bitte befreit mich von euren Gaben. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Genau. Ich bin's. Hi, Namira. Ja, genau. Her mit den Gaben. Oh, vielen Dank. Mein Dank kennt keine Grenzen. Jetzt lasse ich dich aus meinen Fängen. Macht alles rückgängig. Ich flehe euch an. Was? Wieso? Ja, ich spüre keinen großen Unterschied. Was ist denn los? Ja, du hast es geschafft. Das ist verwirrend. Herzlichen Glückwunsch. Das war es schon. Ich fühle mich überhaupt nicht geheilt. Ich fühle mich noch so wie vorher. Ich bin verwirrt. Und das liegt daran, weil ihr überhaupt keine Krankheiten hattet. Ihr seid nicht der Bettlerprinz. Ihr seid Pavo. Nein. Nein, ihr müsst euch irren. Schaut doch. Ich bin in Lumpen gehüllt und von Geschwüren überzogen. Schaut mich nur an. Schaut. Oh. Halt. Was mache ich hier? Wer seid ihr? Ihr standet einem mächtigen Illusionszauber. Ich helfe Erodil dabei, einen Weg zu finden, wie man ihn aufhebt. Erodil? Ja, ich erinnere mich.
Mein altbackener, langweiliger Freund. Ja. Ich sollte nach ihm suchen. Vielleicht kann ich helfen. Ja, er ist echt eine alte Breze. Er ist in der Mitte des Innenhofs. Ich werde euch begleiten. Die alte Breze. Warte mal. Jetzt meiner. So. Da seid ihr ja. Ich habe wunderbare Neuigkeiten. Vielleicht. Das Buch, es hat sich verändert. Was meint ihr damit, dass das Buch sie verändert hat? Ich hatte das Buch gerade wieder untersucht, um nachzuschauen, ob ich irgendetwas übersehen hatte. Dann erschienen vor meinen Augen Textzeilen auf der Seite. Tja, weil ich da beigeholfen habe, dass Pabo sich wieder erinnert. Ich weiß, er ist gerade zurückgekehrt. Wie habt ihr das geschafft? Ich habe ihn davon überzeugt, dass ein dädrischer Fürst ihn von einem schrecklichen Fluch befreit hat. Nun, das ist zwar schon etwas sehr Konkretes, aber ich bin froh, dass mein Plan aufgegangen ist. Das kann kein Zufall sein. Das muss es gewesen sein, was sich auf das Illuminus ausgewirkt hat. Schaut es euch nur mal an. Ja, schau ich mir doch mal an. Da ist es ja. Was ist eigentlich mit dir los? Welch Drama, ja. Ja. Schön. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe ein Problem. Was immer Besitz von Gladi ergriffen hat, ist eindeutig wenig erfreut. Ich bereite ihr wirklich ungern noch mehr Kummer. Aber ich glaube, wir sollten weiter meine Freunde befreien. Ja, das machen wir doch. Ihr habt Pavo gerettet. Gut gemacht. Ihr solltet die anderen suchen. Vielleicht könntet ihr auch als nächstes Tanelven helfen. Sie verhört zwei meiner Schüler im Vorlesungsgarten. Na gut. Also du bist erst im 14. Jahr und hast schon Schüler. Das finde ich durchaus verwegen. Und ich habe echt so eine ganz seltsame Vorahnung bei dieser Quest. Und ich glaube, ich werde es... Was kommt denn da näher? Eine Art seltsames Wassertier? Macht euch bereit, geentert zu werden, Leute! What? Alles klar. Ich habe da so eine kleine Befürchtung. Ich glaube, wir werden es nicht bereuen, diese Quest gespielt zu haben. Einer von euch ist der Dieb. Ich knacke den Fall noch. Ja, ja, Sherlock. Hey, Sherlock. Seid mir vorsichtig da, meine Freundin. Hier treibt ein Dieb sein Unwesen. Nein. Einer dieser beiden Scampen ist das Verbrechergenie hinter einem halbgaren Komplott zur Entwendung eines Kuchens. Was? Meines Kuchens, um genau zu sein. In der Blüte seines leckeren Daseins einfach verschlungen. Nein. Während ich ihm kurz den Rücken zuwandte. Doch. Oh. Oh, große Güte, nein. Ihr erkennt doch sicher die schlaueste und kurvenreichste Ermittlerin Tamriels. Ja, ja. Ihr müsst offenkundig bei der Lektüre über meine Eskapaden kräftig aufholen. Ein paar kluge Schreiberlinge haben einige von ihnen zu Papier gebracht. Hier sollte irgendwo eine Ausgabe davon zu finden sein. Natürlich, suche ich gleich mal. So, wo haben wir es denn? Die Geschichte von Prinzessin Iselde. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Das ist eine gute Story. Kann ich euch nur empfehlen. So, kann man auch gut hin und her blättern. Lohnt sich auf jeden Fall. So, Glanz der Piraten... Ermittlerin Vala. Ja, ja, aber der Glanz der Piratenkönigin, den kann ich auch sehr empfehlen. Was? Ah ja, mhm. Ah ja, haha. Und? Habt ihr die Lektüre über meine Heldentaten beendet? Beeindruckend, was? Ah ja, ging so, ne? Also ihr seid Ermittlerin Vala. Ja. Ermittlerin Vala zu euren Diensten. Habt ihr einen verblüffenden Kriminalfall zu melden? Nun, ich werde euer kleines Problem schon rasch lösen. Als erstes muss ich den Kuchenklauer mit den klebrigen Fingern enttarnen. Es ist ganz klar einer von den beiden hier. Vielleicht diejenige, die hier so schön in Artefakten glitzert. Was? Natürlich bin ich das, Dummerchen. Ich weiß, dass dies dem durchschnittlichen Bürger wie ein nicht zu lösender Kriminalfall erscheinen muss, aber für mich ist die Sache ganz klar. Einfach ausgedrückt, ich irre mich nie. Gibt's denn Beweise? Beweise? Na, aber natürlich habe ich Beweise. Ich will nur, dass diese beiden sich noch ein bisschen länger am Haken winden.
Ich werde die Identität des Diebs schon noch früh genug enthüllen. Mhm, okay. Frau Glitzerin. Ihr würdet diesen ohnehin schon gebeugten Schultern noch größere Lasten auf? Ich habe keine Kuchen gestohlen. Und nun fort mit euch, sonst lasse ich euch in den Kerker werfen. Ja, wer hat Ermittlerin Valas Kuchen gestohlen? Kuchen? Ach, ich kann mich nicht mit derlei Kleinigkeiten aufhalten. Ich habe ein Königreich, auf das ich aufpassen muss, und ein pflegelhaftes Kind zu bändigen. Ich habe keinen Kuchen gestohlen. Das war ganz klar der Pirat dort drüben. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Ich habe nicht gesehen, wie sich der Strolch entfernt hat. Aha, sie hat ein pflegelhaftes Kind zu bändigen. Was? Ihr wollt mir weismachen, dass sich Ermittlerin Vala hier geirrt hat? Ha, lächerlich! Der Pirat ist der Schuldige. Schaut euch doch bloß die ganzen Krümel an. Nur ein Seemann ohne Tischmanieren würde so eine Sauerei machen. Ja, seht doch! Sie sind überall! Sie bilden anscheinend eine Spur ins Gebüsch. Warum sich dieser Tu nicht gut in die Büsche geschlagen hat, weiß ich nicht. Aber man kann ja auch nicht erwarten, dass eine müde Monarchin die Gedankengänge eines Verbrechers nachvollzieht. Aha. Wieso glaube ich, dass es ein pflegelhaftes Kind vielleicht war? Ahoi! Was geht ihr denn so frech bei mir längsseits, wie diese neugierige Maid? Ich kann mit euch Landratten nix anfangen. Wenn ihr den Kuchen nicht gestohlen habt, Seemann, wer war es denn? Diese aalglatte Bretonin muss in sich genommen haben. Glaubt mir, ich erkenne eine Diebin, wenn ich eine sehe. Und dieses kleine Luder ist so schuldig, wie man es sich nur vorstellen kann. Muss aber mächtig flink sein. Ich habe die Halunken kaum aus den Augen gelassen. Und diesen Augen entgeht nie etwas, wisst ihr? Captain Hook, wenn ihr die Bretonin die ganze Zeit über beobachtet habt, dann ist es da nicht möglich, dass sie unschuldig ist. Nein, das ist nicht möglich. Ermittlerin Vala meinte, einer von uns beiden wäre der Täter und ich bin es nicht. Die da ist so gerissen wie ein einäugiger Hai. Vala liegt nie daneben. Nie. Ja. Arr. Ist euch vielleicht irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, bevor der Kuchen verschwand? Ich sah aus den Augenwinkeln braunes Fell vorbeihuschen. Aha. So geschwind wie ein Delfin im Kielwasser. In Richtung der Hecke, glaube ich. Ihr meint aber nicht, dass diese Bretonin eine Werwölfin ist, oder? Nee, mein Freund der Südsee. Endlich kann ich das mal sagen. Er ist ein Freund der Südsee. Na, dann schauen wir doch mal. Aha, eine Lampe. Aha. So, wo ist jetzt der Werwolf? Aha. Der Hund. Dieser Schlingel. Ich habe den Fall gelöst. Sherlock Bombardin. Bombardina, meine ich. Ah, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um zu sehen, wie ich den Backwarendieb enttarne. In Ordnung, wer ist der Schuldige? Es liegt auf der Hand, dass der Schuldige niemand anderes als dieser Pirat dort drüben ist. Die Aussage des Seeräubers war sehr farbenprächtig und nannte auch die genaue Sorte des Kuchens, was nur jemand wissen kann, der von ihm gekostet hat. Noch ein verblüffender Fall abgeschlossen. Beeindruckt? Nö. Ein Hund? Natürlich! Das Fell, die Krümel. Wie konnte ich das übersehen? Das war so offensichtlich. Nein, das stimmt. Oh, hallo Hund. So geht die Geschichte nicht. Ich bin Ermittlerin Vala. Ich liege nie falsch. Wartet, ich höre einen Namen. Wer ist Tanelven? Ich bin so verwirrt. Ja, das seid ihr. Ja, ich erinnere mich. Dieses verdammte Buch, das Illuminus. Das ist schuld an allem, oder? Yep. Ich gehe jetzt nach Erodil schauen. Auriel weiß, dass er meine Hilfe brauchen wird. Danke, meine Freundin. Eine sinnliche Detektivin zu sein, war unangenehm. Ja, alter Sex. Kenn ich. Mal sehen, ob Erodil schon eine Lösung hat. Heißt das, wir haben Ärger? Ich weiß es nicht. Aber jetzt habe ich Hunger. Ja. Ja, tschüss, ne? Ja, das war's wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat.
Nächste Folge geht's weiter. Hier mit dieser tollen Quest. Ich bin auf das Ende vor allem gespannt. Das Gerede ist ein bisschen langweilig. Ich weiß, es tut mir leid, aber ist eine ganz lustige Story, finde ich. Und ich glaube, das lohnt sich, die zu spielen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Und ihr sowieso nicht. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich sehr... gefunden. Rettet euch. Alles klar. Würde mich natürlich sehr über eine positive Bewertung und einen Kommentar freuen. Macht's gut. Ciao.